Joalüchen und herzlich willkommen. Wir sind zurück hier auf Berg. Wie ihr seht, ist unser Ohnezahn gleich mal wieder zurück. Das ist natürlich geil. Dann würde ich sagen, werden wir natürlich uns erstmal darum kümmern, unsere Materialien einzusammeln und werden natürlich unsere Drachen auch gleich nochmal losschicken, um natürlich weitere Materialien in unser Lager zu bringen. Also ich denke, das ist sinnvoll. Von daher würde ich sagen, legen wir damit erstmal los. Dann würde ich sagen, gucken wir anschließend natürlich nach, wie es mit unseren reisenden Drachen aussieht, was unsere Legendären sagen und was die natürlich sagen, die aus dem Training sind. Und die bei Valka waren, also wie gesagt, wir haben eine ganze Menge Drachen hier am Start, die wir auf alle Fälle gemeinsam checken können. Werden wir natürlich auch gleich mal machen. Außerdem habe ich auch in den Kommentaren gelesen, dass der ein oder andere sagt, ja, scheiß Keilerei ist nicht so geil. Aber wie gesagt, ich zock eigentlich die Keilerei immer relativ gerne. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Der ein oder andere kann das ja mal in den Kommentaren tackern, sodass ich natürlich weiß, ja, zockt ihr die Keilerei oder wollt ihr dann lieber die nächste Flotte besiegen? Also wie gesagt, würde mich mal interessieren, was euch da mehr Spaß macht. Also wie gesagt, wäre ein cooles Ding von euch. So, dann haben wir unsere Drachen natürlich erstmal losgeschickt. Dann können wir hier bei uns am eisigen Kältegrongel erstmal wieder 6 Stücken Eisen einsammeln. Das haben wir auch erstmal erledigt. Dann würde ich sagen, checken wir natürlich erstmal unsere reisenden Drachen und gucken da natürlich nach, was die so für uns mit dabei haben. Ich hoffe natürlich, dass da am Ende was geht. Aber wie gesagt, versprechen kann ich erstmal nichts. Von daher würde ich vorschlagen, checken wir hier die Lager. Oh, das packt Paket wäre geil gewesen, dieses Gradpaket, aber am Ende hatten wir wieder mal ein bisschen Pech, von daher hoffen wir jetzt einfach mal auf das Zahnrad. So, dann haben wir hier natürlich den Hakenzahn. Oh, 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 das Zahnrad wäre mir eigentlich am liebsten, muss ich sagen. Und, was kommt am Ende raus? Das Zahnrad kriegen wir, das ist natürlich geil. Von daher haben wir hier erstmal Dip bekommen, was wir haben wollten. Sammeln das erstmal ein und schicken den auch gleich nochmal los. Könnten den nur für 10 Stunden 30 Minuten trainieren. 20 Eisen kostet das, könnten wir uns auf alle Fälle leisten. Dann hätten wir den natürlich im nächsten Level, wäre eine Option, könnten wir eigentlich machen. Aber ich glaube, zeittechnisch passt das gerade nicht so gut. Aber ich würde sagen, den Hakenzahn werden wir jetzt nicht nochmal losschicken. Den werden wir dann später trainieren. Ich denke, das ist sinnvoll. Dann könnten wir hier natürlich nochmal was investieren, könnten den für 2 Tage 3 Stunden auch gleich nochmal trainieren, wenn wir wollten. Wie sieht es hier aus? Den könnten wir für 21 Stunden zu Valka schicken. Da würde ich sagen, checken wir hier erstmal die Lager. Da würde ich sagen, werden wir den auch gleich mal hinschicken, unseren Fleischklops. Gucken, was geht. 7 Eisen investieren war, dann haben wir nur 19 am Start und müssen jetzt natürlich gucken, was wir hier noch so machen können. Ich würde sagen, wir werden erstmal unsere Drachen aufpinden, die natürlich im Training waren. Fackelsbude haben wir jetzt auf Level Nummer 88. Dann geht's natürlich auch noch weiter. Ich meine, wir haben noch ein paar andere Drachen, die wir trainiert haben, aber ich glaube, die sind alle im Hangar, wenn mich nicht alle täuscht. Von daher würde ich sagen, checken wir natürlich erstmal unseren Muffel ab. Gucken hier natürlich rein, weil hat er hier am Start. Okay, 50 Eisen wären geil. Aber bei unserem Glück wird's wieder mal nur ein Stück. Gut, okay. Nehmen wir das natürlich mit, schicken den nochmal los für insgesamt 12 Stunden und dann würde ich vorschlagen, checken wir natürlich erstmal hier, naja, das Mysterium-Paket wäre noch nicht so pralle, weil unser Material schon relativ voll ist. Von daher würde ich sagen, pimpen wir natürlich erstmal den Taifun-Rang auf 25, füttern den jetzt gleich mal weiter, können den für 7 Stunden 45 Minuten nochmal trainieren, aber das lassen wir natürlich erstmal sein, weil die Wallig will natürlich ein paar andere pimpen. Von daher würde ich sagen, checken wir natürlich erstmal den Hangar, leveln hier den ein oder anderen Drachen auf, hier haben wir den Gratnader, den Knall gleich mal hoch, bis auf 57, dann haben wir das natürlich erledigt, können dann auch gleich mal gucken, was das noch so gibt. Hier haben wir dann noch unseren Rauchverschwindequalm, den pimpe ich auch gleich nochmal weiter, könnte den jetzt für 6 Stunden 5 Minuten auch gleich nochmal trainieren, wäre natürlich ohne Option, aber ich würde sagen, das lassen wir erstmal sein. Dann haben wir hier den Donnertrommler, den Glattstreicher und dann haben wir so ja noch den Funkenhüstler auf Level Nummer 81 gepimpt. Also da wisst ihr auf jeden Fall auch Bescheid, was hier geht. So, dann haben wir natürlich noch ein paar weitere Drachen hier im Hangar. Und zwar unseren Eisfluch. Den pimpe ich erstmal weiter bis auf 48. Dann haben wir Junior Tafnos Junior. Den füttern wir natürlich hoch. Könnten den für einen Tag 14 Stunden trainieren. Und dann haben wir hier unten natürlich noch die Mutter der Feuerwürmer. Könnten die für einen Tag 12 Stunden trainieren. Wäre natürlich ohne Option. Aber ich würde sagen, wir gucken natürlich nochmal nach, ob wir da einen finden für 22. Also so um die 22 Stunden wären eigentlich ja nicht so verkehrt. Der Windknirscher wäre eine Option. Dann haben wir hier den Speichlons. Wäre der zweite für 22 Stunden. Dann müssen wir natürlich gucken, ob wir noch den einen oder anderen finden.
Aber sieht natürlich gerade nicht ganz so gut für uns aus. Doch, hier der erschütternde Rüttler, den pimpen wir dann auch gleich nochmal. Dann haben wir den dritten. Und dann können wir gleich nochmal gucken, ob wir vielleicht noch einen finden. So um die 22 Stunden. Geil wert, aber ich lob's gerade nicht so wirklich. Vielleicht auf Berg, also wie gesagt, da müssen wir gleich mal gucken. Das Gute ist, wir sind jetzt auf jeden Fall gleich mal durchgegangen, haben jetzt auf alle Fälle alle Drachen hier im Hangar erstmal abgegrast, haben erstmal uns ein Bild von denen gemacht, die hier im Hangar sitzen. Von daher wisst ihr da auf alle Fälle auch Bescheid, was ich hier am Start habe, aber ansonsten seht ihr natürlich auch, dass ich hier noch eine ganze Menge füttern muss. Also wie gesagt, hier ist noch eine Menge zu tun, aber ich denke, im Laufe der Zeit kommen wir hier natürlich langsam, aber sicher voran. Aber wenn ihr irgendwie vielleicht so ja fünf Drachen habt, wo er sagt, ja Alter, die musst du unbedingt pimpen, also die sind monstermäßig geil, dann schreibt das mal in die Kommentare. Also wie gesagt, das würde mich natürlich interessieren, welche fünf Drachen ich unbedingt noch trainieren soll. Also ich meine, ihr wisst ja jetzt eigentlich, was ich hier am Start habe. Wir sind jetzt hier im Hangar alle Drachen durchgegangen, auf Berg natürlich hoch, weil ich die natürlich alle neu losgeschickt habe. Von daher schreibt ihr, wie gesagt, mal in die Kommentare, was ihr so sagt, wen soll ich noch trainieren, welche Drachen soll ich weiter pimpen. Also wie gesagt, wäre ein geiles Ding von euch, von daher würde ich mich natürlich über ein paar Kommentare freuen. So, wie ihr sagt, ich will natürlich eigentlich noch ein paar pimpen, aber sieht natürlich gerade extrem bescheiden aus. Der kann nochmal Holz sammeln. 18 Stunden 50. Ah, das ist natürlich nicht so leicht. Von daher müssen wir uns da natürlich erstmal einen Plan machen. Den Dreifachstachel könnten wir pimpen für 23 Stunden. Ich würde sagen, das werden wir in Angriff nehmen. Ah, in der Akademie ist noch ein bisschen Paletti, aber okay, 3 Stunden, 10 Minuten müssen wir hier noch warten. Von daher fällt das natürlich auch erstmal flach. Das heißt natürlich für uns, wir können ja keinen mehr trainieren. Von daher hat es sich natürlich auch erstmal erledigt, weitere Drachen hier zu suchen. Ich denke, das ist okay. Wir haben eh noch am Start. Von daher würde ich fast sagen, wir ziehen jetzt erstmal den hier zurück und schicken dann natürlich erstmal unseren eisigen Kälteronkellos-Material sammeln. Dann haben wir das natürlich erledigt und könnten eigentlich auch erstmal in eine Keilerei gehen. Also ihr seht natürlich hier in, also beziehungsweise bei Valka ist alle Paletti hier in der Akademie natürlich hoch. Dann würde ich sagen, sammeln wir erstmal hier unser Mysterium-Paket ein. Und dann sehe ich gerade, wir haben so viel Holz am Start. Damit könnten wir auf jeden Fall auch noch was anfangen. Und deshalb würde ich auch vorschlagen, werden wir das natürlich erstmal wieder ein bisschen anders machen. Also wie gesagt, da habe ich natürlich ein bisschen voreilig agiert, muss ich sagen. Aus dem Grund würde ich sagen, werden wir hier auch erstmal den eisigen Kältegonkel zurückziehen und werden den erstmal wieder losschicken für 18 Stunden 11 Minuten, um natürlich 6 Stücken Eisen hier zu bekommen. So, und dann könnten wir eigentlich erstmal Fackels Bruder nochmal losschicken. Dann haben wir das erledigt und können jetzt natürlich erstmal hier die Lage checken bei unseren legendären Drachen. Sammeln hier natürlich die Gegenstände ein, die sie uns mitgebracht haben. Und checken zu guter Letzt natürlich auch gleich nochmal unseren ohne Zahn. Also wie gesagt, da ist auch noch ein bisschen was zu tun. Aber vorher würde ich fast vorschlagen, werden wir erstmal in eine Keilerei gehen, holen uns dann natürlich hoffentlich das nächste Paket. Wie ihr sagt, ich weiß es nicht, aber ich denke, das können wir bekommen, wenn wir uns nicht ganz so blöd anstellen. Aber wie ihr sagt, erstmal sammeln wir hier alles ein. So, dann haben wir das erledigt und gehen auch erstmal, wie versprochen, in eine Keilerei, suchen uns hier den nächsten Gegner und gucken einfach mal, ob wir den am Ende auch irgendwie bezwingen können. Also wie gesagt, das weiß ich natürlich auch noch nicht so genau. Aber ich denke mal, in den nächsten 5 Minuten wissen wir auf alle Fälle mehr, gucken, wie der Gegner aussieht, auf was für ein Level die Drachen sind. Also wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich denke auf 13. So sieht's aus. Außerdem würde ich gerne mal wissen, hier ist lila, hier ist gelb, da ist rot. Also ich weiß nicht, was bedeutet das? Wenn ihr da eine Idee habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich meine 3 sind alle rot und die haben natürlich 3 verschiedene Farben. Von daher würde ich das natürlich gerne mal von euch wissen wollen. Wenn ihr da eine Peilung habt, schreibt es einfach mal rein. Wäre auf jeden Fall monstermäßig cool. Aber wie gesagt, wir greifen erstmal an, gucken jetzt natürlich erstmal, ob wir den Gegner irgendwie bezwungen kriegen, beziehungsweise ob wir das irgendwie schaffen, vor dem Gegner, oder beziehungsweise bevor der unsere Drachen killt, dass wir seine killen. Also darauf kommt es natürlich an, aber ich sehe gerade, so gut sieht es nicht aus, der ohne Zahn klatscht uns, oh, 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 okay. Könnten jetzt eigentlich die Attacke erstmal raushauen. Ich würde sagen, machen wir auch erstmal.
So, da blockieren wir die Spezialattacken und die Angriffskraft wurde natürlich erstmal drastisch reduziert. Von daher würde ich sagen, legen wir erstmal los, werden jetzt natürlich erstmal weiter angreifen und gucken natürlich, ob am Ende hier das irgendwie für uns reicht. Geil wert, aber wie ihr sagt, ich glaube noch nicht dran. Okay, was macht der jetzt? So, jetzt sieht's eigentlich ja nicht so verkehrt aus für uns. Ich würde sagen, wir greifen hier erstmal nochmal an. Und können jetzt natürlich erstmal gleich, wenn wir das nächste Mal dran sind, unsere Spezialattacke rausfeuern, wenn alle glatt geht. Wie gesagt, ich weiß nicht, was macht der, wen greift er an? Alter, der hat hier rumpelt. Aber ich würde sagen, wir teilen jetzt auch erstmal aus. Werden jetzt natürlich erstmal zwei gegnerische Drachen killen und haben dann natürlich nur noch den ohne Zahn am Start, der uns irgendwie am Ende gefährlich werden könnte. Aber ich glaube, am Ende haben wir die Nase vorne. Klatschen den hoffentlich am Ende irgendwie weg. Klar, jetzt kommt nochmal seine Spezialattacke. Oder ja, so sieht's aus. Aber am Ende können wir natürlich unsere nochmal rausfeuern und holen uns damit natürlich den nächsten Sieg, die nächsten Pokale und sogar das nächste Paket. Wie gesagt, ich weiß nicht, was für ein Paket bekommen wir. Gucken wir uns gleich mal an, würde ich sagen. Wieder ein 3-Stunden-Paket. Naja, gut, okay, besser als nichts. Wir nehmen es erstmal mit und dann würde ich sagen, checken wir natürlich erstmal unsere Drachen, die bei Walker waren. Also wie gesagt, da bin ich natürlich auch gespannt, ob wir hier den ein oder anderen eventuell zum Titan-Drache Pimp kriegen. Also ich meine, geil wert. Versprechen kann ich natürlich erstmal nichts. Wie sieht's hier aus? 2 Tage, 3 Stunden könnten wir den trainieren. 235, okay. Das könnten wir später machen. Aus dem Grund würde ich sagen, drehen wir hier erstmal am Rad, gucken hier natürlich nach, was der Kettenschwanz so sagt. Ist es der Kettenschwanz überhaupt? Ich weiß es nicht. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. So, das war er, aber am Ende hat es nicht erreicht. Von daher war es auf jeden Fall wieder mal ein bisschen mies für unseren Drachen. Aber gut, okay, ich würde sagen, wir machen erstmal weiter. Drehen hier nochmal am Rad am Qualmdrache, ist das wahr? Ey, selbst hier hatten wir wieder mal Pech, okay. Okay, okay, okay. Dann sammeln wir hier natürlich erstmal alles ein und schicken den natürlich nicht nochmal los, weil die Wahl bei Walker ist Bambule. Von daher würde ich sagen, drehen wir hier nochmal beim greifenden Gründling am Rad. Aber am Ende wird es auch hier nichts. Also wie gesagt, dumm gelaufen. 3 Drachen haben wir bei Walker gehabt. Alle 3 haben versagt. Von daher ist das natürlich schon mal im Vorfeld eine miese Kiste für uns. Aber gut, okay, wir können es nicht ändern. Weitere Drachen habe ich Ojani am Start. Von daher würde ich mich natürlich erstmal für heute auch wieder verabschieden. Aber ich würde sagen, vorher checken wir natürlich erstmal nochmal unseren ohne Zahn, weil die Walde Ding ist. Ich habe natürlich 3 Taschen hier am Start. Von daher müssen wir mal gucken, was hier am Ende geht. Wir öffnen die einfach mal. Oh, Fisch, okay. Was kriegen wir hier? Holz. Und was gibt's hier? Ey, nochmal Holz, das war natürlich eine miese Sache. Ich wollte natürlich ein Drachenei bekommen, aber am Ende haben wir wieder mal extrem viel Pech gehabt. Von daher ist es jetzt so, wie es ist. Wir gehen nochmal hier in unsere Sammlung. Und dann würde ich sagen, probieren wir das natürlich erstmal weiter zu vervollständigen. 12 Stunden, 35 Minuten muss unser ohne Zahn erstmal nochmal los. Aus dem Grund würde ich sagen, schicken wir den los mit der Gratistasche und gucken, was dann am Ende bei rauskommt. Dann können wir hier natürlich nochmal bei der Flotte Nummer 81 vorbeischauen. Ich weiß nicht, geringe Chance, naja, Mittel hervorragend. Also eigentlich könnten wir probieren, wäre eine Option, aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Let's Play. Gucken wir einfach mal rein und lassen uns da einfach mal inspirieren vom Gegner. Gucken, ob wir einen platt machen oder nicht. Wie ihr sagt, ich würde mich freuen, wenn er wieder einschaltet, wenn er im nächsten Let's Play, wie ihr sagt, mit dabei seid. Dann werden wir auf jeden Fall mal die Flotte Nummer 81 angreifen, beziehungsweise die greift uns ja an. Wir müssen uns ja verteidigen. Von daher lassen wir uns mal überraschen. Wie ihr sagt, wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.